Kaum ein Produkt hat in den letzten Monaten so ein enormes Medienecho hervorgerufen wie der neue Golf im Speziellen und die Kompaktwagenklasse im Allgemeinen. Im Zentrum der Diskussion immer das leidige Preisthema. Wer ist billiger, wer ist teurer, was bietet wer? Im Endeffekt ist dazu zu sagen, dass das leidige Preisthema eigentlich ein hausgemachtes ist, das man ganz leicht egalisieren kann. Denn wenn man die Produkte miteinander vergleicht, nämlich ausstattungsbereinigt, das heißt all die Features, die in dem einen serienmäßig eingebaut sind, wie Airbags oder ESP und beim anderen als Option dabei sind, wenn man das alles gleichstellt, dann kosten sie, egal wie sie heißen, immer gleich viel. Ein paar Prozent auf, ein paar Prozent ab, aber eigentlich nicht kaufentscheidend. Worum es wirklich geht, ist die Emotion beim Kauf, was gefällt besser, womit fährt man lieber. Um beim Thema Golf zu bleiben, wir haben in Salzburg den neuen Golf mit dem neuen Motor für Sie getestet. DSG. Das steht für Direktschaltgetriebe und bezeichnet ein technisches Glanzstück aus dem Hause Volkswagen. Fleißige Go-Zuseher wissen, was sich hinter dieser neuen Getriebetechnik verbirgt. Für alle, die sonntagabends Besseres zu tun haben, als Go zu schauen, hier noch einmal eine kurze Erklärung. Das Besondere am Direktschaltgetriebe ist das vollkommene Fehlen der allgemein bekannten Zugkraftunterbrechung beim Schaltvorgang. Der Motor beschleunigt quasi wie eine Rakete oder ein Düsentriebwerk in einem Zug durch. Möglich wird das durch jeweils zwei separate Kupplungen und Antriebswellen. Während man beispielsweise noch im dritten Gang fährt, ist der vierte bereits eingelegt, aber noch nicht aktiv. Sobald der ideale Schaltpunkt erreicht ist, öffnet sich die Kupplung für den dritten Gang und die für den vierten schließt sich. Dabei kommt es zu einer Überschneidung und die Beschleunigung geht übergangslos weiter. Und genau diesen Antrieb gibt's jetzt auch in den neuen 5er Golf Turbodieselmodellen mit 1,9 und 2 Liter Hubraum, beziehungsweise mit 105 und 140 PS starken Turbomotoren. Wir haben uns im Test für die 2 Liter Maschine mit 140 PS entschieden und sind gleich mal ab ins Gebirge gefahren. Denn wo, wenn nicht in den Bergen, sollte man von einem DSG-Getriebe besonders profitieren? Das Besondere am DSG-Getriebe ist, dass es die Vorzüge von zwei Getriebewelten vereint. Auf der einen Seite das Handschaltgetriebe mit ihren Verbrauchs- und Beschleunigungsvorteilen mit dem Komfort eines Automatikgetriebe. Der von uns getestete Golf TDI mit DSG verfügt über einen Vierzylinder-Dieselmotor mit 140 PS und 1968 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 320 Newtonmeter bei 1750 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 201 km/h. Der Verbrauch im Test 5,9 Liter. Der Preis ab 24.045 Euro. Ich denke, alle Kunden werden sich von diesem DSG angesprochen fühlen, die sportlich fahren wollen, die aber gleichzeitig die Bequemlichkeit lieben und die Freude an der Innovation haben. Ausgerüstet mit DSG waren selbst steile Höhenzüge mit reichlich Kurven kein Problem, ganz im Gegenteil. Jeder Schaltpunkt kommt so knackig und zugleich komfortabel, dass wir dem DSG-Getriebe eine gewisse Suchtgefahr attestieren müssen. 10 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt also. Der Verbrauch im Drittelmix liegt bei 5,9 Liter. Für diese Klasse und mit Automatik-Feeling eine absolut reife Leistung. Und die Wertbeständigkeit eines Golfs ist legendär. Also 10 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Was die Sicherheit angeht, ist der 5er Golf über jeden Zweifel erhaben. Super sicheres Fahrverhalten, Bremsassistent, ESP und nicht zu vergessen die 6 Airbags. 10 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit.
Unser Urteil zu DSG: ausgesprochen empfehlenswert.